Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jurassic World Evolution. Weiter geht's, und zwar mit der linken Seite des Parks. Wir haben Weg schon hingepflastert und die Bimmelbahn fährt auch dahin. Wir brauchen hier natürlich noch ein kleines Umspannwerk, denn wozu ein großes, wenn das nur für die Station ist? Ich muss mal gucken, ob ich das hier irgendwo hinkriege. Jetzt müssen wir natürlich wieder Strom hier langlegen. Kriegen wir es unter der Bahn lang. Das ist nicht ganz so hässlich. Geht klar. Schön unter der Bahn verstecken. Zack. Verbunden würde ich das nennen. Würde ich. Mach ich auch. So, linke Seite. Gucken wir mal schnell. Zack. Fossilien sind wieder da. Das haben wir auf jeden Fall. Hier haben wir gut was zu bauen. Da ja mein großer Wunsch ist, dieses Mal ein Brachiosaurus zu machen. Und ich weiß, er braucht mega großes Gehege. Was ich leider ein bisschen schade finde. Aber vielleicht hat er dafür eine hohe Beständigkeit. Ich weiß es nicht. Werden wir jetzt auf jeden Fall hier ein Brachio-Gehege bauen. Und um ein bisschen Platz zu sparen. Hier fand ich das echt ganz gut. Mach mal zurück. So, die kommen hier an. Gehege. Beim Brachio. Na gut, wenn er mal ausrastet, nehmen wir einen Elektrostahl. Nehmen wir einen Elektrostahlzaun. Eigentlich können wir uns Elektro sparen. Na egal, komm. Kein Strom zeigt an. Braucht auf jeden Fall ein richtig großes Gehege. Und die sind nicht leicht auf jeden Fall zu handeln. Das sind ganz schöne Dieven, so wie die Raptoren. Ich weiß gar nicht, wie groß ich das Gehege jetzt machen soll. Ich meine, zur Not teilen wir das nochmal oder so. Aber ich glaube, der braucht schon ein ganz schönes Ding. So, Strom nähert sich. Sturm nähert sich, das heißt, schlaf gut, Spino. Verstanden. Den Spino werden wir einschläfern. Und jetzt brauchen wir natürlich wieder Strom. Ui, diesmal kommt ein richtiger Sturm, glaube ich. Frage ist, wo er loslegt. Wo er sich zusammenbraut. So, wir bauen aber mal einfach weiter hier. Wir lassen uns jetzt mal nicht beirren. Hauptweg. Ja. Bauen wir hier noch was hin? Weiß gar nicht. Gucken wir den Sturm irgendwo, macht er was kaputt. Ich sehe nichts. Sehen wir irgendwo einen Wirbelsturm? Ein Tornado? Nö. Alles ruhig bis jetzt. Noch braut sich auch nichts zusammen, ich weiß nicht. Oder werden wir gleich hören, wenn alle schreien um Hilfe. So, okay. Dann lass uns doch hier ganz nah da dann lang vorbeigehen. Vielleicht bauen wir da noch was hin irgendwie. Das war's schon wieder mit dem Sturm. Ist ja ein bisschen enttäuschend. Das ist ja ein bisschen enttäuschend hier. Könnt wieder alle raus. Ich dachte, da kommt ein Tornado. Leute. Naja. So, wir brauchen Strom. Wir haben da ein Angebot, das Sie sich unbedingt mal ansehen sollten. Das nehmen wir auch an. Sonst fangen die an, mich zu sabotieren, die Schweinchen.
Und wir brauchen eh noch Strom. Das heißt, ein großes Kraftwerk wäre gar nicht so verkehrt. Die Frage ist, wohin? Am besten nicht gleich hier. Wenn ich hier noch ein Gehege ran mache, ist das auch nicht so geil. Nee. Strom kann man ja alles auf einen Fleck hauen, tatsächlich. So war eigentlich auch mein Plan für den Sandbox-Park dann. Dass es einfach ein bisschen besser auch aussieht. Zack. So einfach geht das. Hier muss ich mal gucken, wie ich den Weg überhaupt noch weiter baue. So, Fossilien sind wieder da. Der ist fertig. Sehr schön. Geil, Giga ist auch fertig. Giga. Boah, guck mal hier, ey. Krasse Münzen, vergrabener Schatz. Für 500.000. Crazy shit. Krankheit eindämmen. Die mal mit ihrer Krankheit. Krankheit eindämmen. I'm a Ranger Team, bitte. Bestätigt. Bestätigt. Oh, hier ist was kaputt. War hier doch ein Sturm? Reparaturtrupp unterwegs. Kann das denn kaputt gehen? So. Okay. Kraftwerk. Wir brauchen hier natürlich ein Umspannwerk. Kriegen wir das hier noch so dazwischen? Sehr schön. Zack. Giga ist vollständig, Leute. Und hier haben wir auch vollständig. Natürlich brauchen wir hier auf jeden Fall weniger Bäume. Ich muss ja ein bisschen was sehen hier auch. Dann kriegen die hier einen Ausguck. Kriegst du Ausguck? Guck, kriegst du Ausguck. Warum passt du da nicht ran? Achso. Hier ist er nicht richtig zu, wa? Und tatsächlich würde ich gerne noch einen Ausguck machen, aber es wird wahrscheinlich nicht ranpassen. Okay, warte mal. Willkommen zurück. Die Expedition scheint ein Erfolg gewesen zu sein. Hast du da jemals dran gezweifelt, Pippi? Hat sie da jemals dran gezweifelt? Gar nicht nachvollziehen. Guck mal, das sieht doch gut aus. Das gefällt mir richtig gut gerade. So ein riesenschönes, großes Ding. Ein Ding. So. Und jetzt noch den Klimbims zumachen. Bam. Yeah, Mann. Ja, dann würde ich sagen, geben wir welchen Auftrag. Unsere ersten Brachiosaurusse. Ausbrüttempo. Putz. Erfolgsrate. Ich weiß gar nicht, wie viel die brauchen. Zwei, drei? Zwei, drei, ich weiß es nicht. Wir machen einfach drei. Zur Not verkaufe ich einen wieder. Aber sie sind so toll. Wir machen wieder drei verschiedene Farben. Sumpf. Und was haben wir hier noch? Alpin ist halt einfach nur grau. Guck mal, Alpin haben wir gar nicht. Dann probieren wir das mal. So, machen wir drei Stück. Richtig Bock drauf, Leute. Und dann kriegen die hier auf jeden Fall noch ganz, ganz,
ganz geil. Zack. Bitte umdrehen. Kriegen wir es hier sogar noch hin? Ja, nee, dann kriegen wir den und dann kriegen wir die Fahrt nicht hin. Da müssen wir darauf achten, dass die. Scheiß drauf. So, zack. Gyro. Halt, Gehege war das. Kann ich jetzt den Weg da nicht bauen, bevor das nicht fertig ist? Oh Mann. Das ist ja gemein. Achso, es geht da sogar weiter. Weg. So, ist fertig. Los, mach fertig. Sehr schön. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich lang fahren lasse. Einmal um den See. Boah, was würde ich dafür geben, in echt bei sowas mal mitzufahren, wenn da... Es ging auch gerade noch. Wenn da wirklich Dinos wären. Lasst mich mal. Man kann ja mal ein bisschen rumspinnen. Oder man darf ja mal ein bisschen darf mal rumspinnen. Bam. Schöne Tour. Wenn da die Brachios rumlaufen, die Brontos. Geil, Leute. Schön hier um. Guck mal hier durch den Busch. Sehr schön. Ich finde das richtig geil. Macht Spaß auf jeden Fall. Macht Lust auf mehr. Wow. Falls ich leicht zu beeindrucken wäre, würden Sie es mit diesen Zahlen schaffen? Ja, aber ich bin noch nicht zufrieden. Ich bin auf jeden Fall noch nicht zufrieden. Wir brauchen hier auf jeden Fall wieder einen Fressstand. Einen Fressstand, bitte. Weil, wenn wir uns das hier so angucken. Ja gut, jetzt ist hier noch nicht so viel Nachfrage, weil hier noch kaum einer ist. Aber wenn gleich die Brachios da sind, dann, oh. Ups, ich habe hier wieder einen vergessen. Der Kumpel, der schläft. Bisschen schade, dass man die nicht einfach so aufwecken kann. So, was sagen jetzt eigentlich die kleinen Eiermaler hier? Oh ja, ihr kriegt nicht noch mehr. Ihr kriegt nicht noch mehr. So, als nächstes. Test. Holen wir wieder mal hier Fossilien ab. Oh, wieder ein Schatz da unten. Ich werde dafür, jetzt brauchen wir mal ein paar Fleischfresser. Langsam. Und da ist doch der Giga. Wie gerufen, Leute. Endlich ein Giga. Nice, hab ich richtig Bock auf den Giga. Wir schicken die wieder los. Okay, wir machen mal hier was Neues. Zack. Wir machen ein Giga-Gehege als nächstes, Leute. Ein Giga-Gehege. Das machen wir gleich daneben. Siehst du das? Das machen wir gleich hier daneben. Ja. Das machen wir gleich daneben. Und der kriegt natürlich eine dicke, fette Mauer mit Beton und... Dann müssen wir die hier aber ersetzen. So. Die Ecke kann ich mir auch sparen, eigentlich. Ich glaube, so viel Gehege braucht der gar nicht, oder? So ein Giga? Das gucken wir dann erstmal. Dann können wir es zur Not immer noch erweitern. Oh, hier geht es ja auch noch hinter. Hier hinten lasse ich mir mal. Da baue ich mal noch ein Kraftwerk hin dann. Das wäre immer so ein paar Ecken. Ein paar Ecken bedenken. Zack. Butz, bang. Pow. Oder tatsächlich da. Da kriege ich kein Kraftwerk mehr hin.
Aber kriege ich sowieso nicht, oder? Ach komm. Das muss ja auch irgendwo hin. So, und hier mal Hauptstraße lang. Ausguck brauchen wir natürlich auch noch, fast vergessen. Ausguck, Ausguck, Ausguck. Und eine Gyrofahrt spare ich mir aber durch das Gehege vom Giga. Achso, es kann nicht durchs Wasser. Es kann nicht durchs Wasser. So, weil es keinen Strom hat. Nee, kein Weg. Weil es keinen Weg hat, kann es nicht brüten. Das ist aber fehlt ein bisschen die Logik. So, komm, Giga, Alter. Geil. Ein Giga. Wo ist er? Der gute Giga. Da ist er nicht. Wo ist der Giga? Da. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir da an Modifikationen machen können. Farbe. Ich will den dunkel haben. Dunkel. Und ich muss mal gucken, wegen Geld. Aber Bewertung will ich schon auf 300 kriegen. ...92. Stärke des Herzens, Lebenserwartung. Da braucht man nämlich nicht immer oft einen machen. Okay, das ist schon mal gut so, aber wir machen natürlich hier Ausbrühtempo nicht, sondern eine Erfolgsrate. Hauen wir da zweimal rein. Und dreimal. Weil hier machen wir nichts anderes. Und brüten den aus, weil... Genau, da hat er nämlich 65 und 65 plus. 3000 kostet der. Crazy shit. Diese Gelegenheit ist gut, ja. Und könnte der Unterhaltungsabteilung helfen. Also denken Sie bitte darüber nach. Eine Ziege kriegt auch noch, da was zu tun hat. Das ist eigentlich viel zu groß, glaube ich. Wir setzen da noch ein anderes Vieh mit rein. Da müssen wir echt mal gucken. Ja, das sieht aber ganz gut aus. Dann können wir nämlich dann auf der Seite wieder ein Gehege machen und hier den Weg lang führen. So, das sieht nach einem Plan aus, Leute. Das sieht nach einem Plan aus. Erstmal schön die Länge ziehen. Und jetzt ist es soweit, Leute. Es ist soweit. Die Brachios sind da. Wie er um die Ecke guckt. Aber guck nicht, er guckt gerade. Das ist geil, Leute. Das ist richtig geil. Und er will mehr Wald haben, tatsächlich. Der Gute möchte mehr Wald haben. Das kannst du haben. Hier kriegst du Wald. Zack. Bäm, da der Wald fertig. Und jetzt kommt der nächste, Leute. Andere Farbe. Ja, ich finde auch, der wirkt richtig episch, richtig stolz und pure Gewalt. Guck mal, der passt gerade so durchs Tor, ey. Aber auch elegant, man muss sagen, elegant ist er auch. Aber farblich sehe ich jetzt nicht so einen Unterschied. Die hören sich auch richtig geil an, Mann. Guck mal, was die für einen Bestand haben. Richtig gut.
Geil, drei Stück sind genau richtig, glaube ich. Wir gucken mal, wartet. Wir gucken mal aufs I. Ja, bis fünf, bis, ich glaube, ich mache vier, Leute. Wir machen noch einen. Einer geht noch. Die Leute sollen auch ein bisschen was sehen davon. Hihi. Hihi, voll toll. Machen wir noch einen normalen. Ein Normalo bitte noch. Pam, 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 pam. Geil. I love it. Oh, wir brauchen Namen, Leute. Wir brauchen Namen. Wie gehen wir denn? Michi? Das ist Michi. Das ist einfach nur Michi. Und jeden, der Michi heißt, ihr seid ein stolzer Brachiosaurus. Oh, ich liebe die Viecher. Guck doch mal. Voll schön. Halten sich. Ist die Luft da oben? So. Was? Frank? Nee, wenn dann nur einen Namen. Aber Frank ist ganz cool eigentlich. Es passt zu so einem langen. Michi, Frank und. Brauchen wir noch ein Mädchen eigentlich? Beate. Beate finde ich ganz cool. Beate passt zu so einem. Wie hieß denn der von wie hieß denn die Mama von Littlefoot, Leute? Oh, hieß gar nicht zu. Das ist gar nicht zu. Oh, 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 oh. Oh, oh. Noch keiner entdeckt. Jetzt ist zu. Wie hieß denn die Mama vom Littlefoot? So. Nachschub ist unterwegs. Und warum haben wir eigentlich noch einen Strom? Was ist denn nicht mit Strom verbunden? Hier hinten. Ach, Stromausfall. Das ist vielleicht doch nicht so gut, hier nur rein auf Energie zu gehen. Wir machen noch einen Ausfallschutz rein. Dass wir trotzdem noch genug Strom haben. Was sagt's denn? Was sagt denn unser Stromverbrauch? Zeig mal her hier. Zack. Gesamtstromproduktion. Ja, guck mal, wir haben über 100. Nice. Tanja? Hör doch auf. Ah ja, es waren ja die Großeltern. Ja, ich nehme es zurück. Es waren die Großeltern. Oh, der Giga ist gleich auch fertig. Das ist ja eine richtige epische Folge heute. Aber nice, ey. Denen geht's gut und die haben einen großen Bestand. Das heißt, wir können hier auf jeden Fall noch 1000 Milliarden andere Dinos reinsetzen. Und ich möchte tatsächlich hier noch Dinos reinsetzen, die ich so noch nicht hatte. Und zwar zum Beispiel den Kollegen hier. Da gucken wir mal nach der Farbe. Was wir uns hier so... Guck mal, Wald hat man da gar nicht. Der kriegt ein Waldmuster. Und kriegt einen Waldmeister. Und ich glaube, die brauchst du, musst du mindestens zu zweit halten. Zweimal Waldmeister, bitte. Oh, und der Giga, Leute. Der Giga ist fertig. Der Giga. Hallo, Giga. Oh, richtig Bock. Ach, ey. Der sieht echt aus wie ein T-Rex. Also nicht ganz, aber... Und so klein, der ist so klein. Ich bin ein bisschen verwirrt. Leute. Bis zu einem gewissen Grad bietet die Körpergröße evolutionäre Vorteile. Und dieser Giganotosaurus ist ziemlich groß. Damit werden sie alle Hände voll zu tun haben. Ich finde, der ist ganz schön klein. Aber ein geiles Muster hat er. Geiles Muster hat der Kollege. Er braucht natürlich Wasser, Leute. Er hat
glaube ich, kein Wasser. Was sagt der Rest? Der Rest ist super. Okay, dann kriegt er noch ein bisschen Wasser von mir. Wassermarsch. Ah, hier kann man perfekt eine Gyrostation durchfahren lassen. Und er kriegt tatsächlich aber noch, man kann 100 Pro damit was, was mit reinsetzen. Beim Giga setzen wir Raptoren mit rein, tatsächlich. Würde ich sagen. Ja, das machen wir. Ich muss nochmal gucken, wie die modifiziert sind. Der ist echt ein bisschen lame, der Giga, das finde ich auch. Wir nehmen die ganz normal, obwohl wir brauchen ein bisschen Push. Push the button. Nehmen wir Alpine. Ich bin mal gespannt, ob der mit Raptoren klarkommt. Aber ich könnte mir vorstellen schon. Dem geht's gut soweit. Wald, alles super. Bestand hat er auch hoch. Aber ich finde ihn echt ein bisschen komisch. Also, guckt euch den mal an. Der ist kleiner als ein T-Rex. Da, da, da. Der muss aber noch wachsen. Das kann sein. Da kommt noch schön großer. Ach, ich feiere die Leute. Die sind so schön. Oh, Sturm nähert sich. Leute, wir können nicht schön angucken. Wir müssen uns schön beeilen. Natürlich haben wir jetzt alle Hände voll zu tun, wenn... Wenn Sie jemals ein Umfeld schaffen wollen, in dem die Tiere Ihnen vertrauen können, dann müssen Sie akzeptieren, was passiert, wenn Sie sie freilassen und sie ihren Trieben nachgehen. Ja. Auch wenn sie dann zu töten beginnen. Denn das ist ihre Natur. Ja, okay. Ranger Station. Einmal auffüllen, bitte. Unterwegs, um Futterstation zu füllen. Da fällt mir ein, ich habe gar keine Tore bei dem Brachios und bei den... Können wir eigentlich noch eine Ranger Station bauen? Ich glaube nicht, oder? Aber wir können noch so ein krasses Zentrum bauen. Kann man noch eine Ranger-Station bauen? Nee. Doch. Oh, wir brauchen auf jeden Fall noch eine hier hinten. Das ist mir wichtig. Stimmt, man kann zweite bauen. Warum frage ich das? Das habe ich schon mal gemacht. Oh, fetter Tornado. Okay, Digi, du kannst gleich mal hier den großen einsacken. Nee, nimm nicht den. Hier, du. Dass der schon mal losfährt. Oh, da ist der Zaun kaputt. Schnell, mach ganz. Oh, das war knapp. Haben wir hingekriegt. Okay, jetzt müssen wir uns aber beeilen. Weil da hinten geht der Zaun auch kaputt. Oh, ist wieder Zaunbug, hört man voll. Lass mich durch! Lass mich, Arzt, ich bin durch. Zaun ist gar nicht kaputt. Ja, sehr gut. Okay, dann könnt ihr dir wieder hochhelfen, den Kumpel. Da ist aber ein Dino gestorben, ein Stego. So. Oh, richtig Soundbug gerade. Schade, aber die Folge ist eh zu Ende, Leute.
Wir gucken mal noch. Wir haben einen Stego verloren. An Altersschwäche, hoffentlich. Ja. Den lassen wir abholen. Und ich mache aber keinen neuen erstmal, weil die haben immer noch sozial ziemlich hoch. So. Zack, Schutzraum ist wieder ready. Hier randaliert wieder einer. Chillt doch mal. Gucken, ist jetzt die Dings kaputt? Ist noch irgendwas anderes kaputt? Ja, da. Könnt ihr euch jetzt mal wieder beruhigen, Leute? Schon mal schön eine geballert. Haben wir schon die richtige Mauer genommen auf jeden Fall. So. Haben wir schon die richtige Mauer genommen. So, jetzt haben wir uns alle wieder beruhigt. Jeder hat sich lieb. Und alles ist ganz, hoffe ich. Ich gehe mal nochmal kurz durch. Oh, da hinten ist noch was kaputt. Reparaturanfrage bestätigt. So. Was haben wir denn hier mit Gebäude? Weil das kaputt ist, klar. Und hier fehlt ein Umspannwerk. Okay. Das machen wir noch schnell. Können wir am besten ein großes hinballern. Einfach direkt dahinter. Und wir brauchen Strom. Da müssen wir an der Straße lang gehen. Ich höre nur meine Ohren da. Ich glaube, da rastet schon wieder jemand aus. Schön an der Straße lang. So, dann sieht das nämlich nicht ganz so ätzend aus. So. Denen geht's gut hier, hoffe ich. Ja, sozial vollkommen ausgelastet. Sehr schön. Hängt er fest hier? Das könnte sein, dass er festhängt. Wir gucken mal. Wir machen mal Kletten. So, Kumpel, dann hast du hier nicht so eine krasse Kante. Bei Ihrem Ruf ist die Loyalität der gesamten Sicherheitsabteilung nur eine Frage der Zeit. Ich glaube tatsächlich, dass er wieder festhängt, Leute. Das hatten wir ja in dem anderen Park auch schon, dass das Strike irgendwie festhing. So, und wo es mir gerade einfällt, bevor wir die Folge beenden, brauche ich auf jeden Fall noch so einen Sicherheitsraum. So. Der Giga ist happy, happy lappy. Wo ist er überhaupt? Irgendwo im Wald wieder. Irgendwo im Wald tigert er rum. Zeig mal. Ne, da ist er. Bist du happy? Du bist happy. Nice. Dann bin ich auch happy. Wir haben noch ein totes Strike wahrscheinlich. Okay, das müssen wir dann auch mal demnächst in Angriff nehmen. Und eins ist noch irgendwo kaputt, oder was? Ach nee, kein Weg. Die Rangers haben keinen Weg. Daran liegt's. So. Leute, an der Stelle machen wir erstmal einen Cut und sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.